Hallo, ich bin Hubertus Heil. Clara Geiwitz. Mein Name ist Anke Rehling. Ich heiße Achim Post. Serpil Medjetle. Die neuen stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD im Fragenhagel. Deine nervigste Eigenschaft ist? Dieselben Witze zu wiederholen. Ich will immer alles nochmal kontrollieren, damit es am Ende auch richtig ist. Anzug oder Jogginghose? Anzug. Im Dienst Anzug, sonst Jeans. Fußball zu Hause oder im Stadion? Mal so, auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin, mit Adilette. Welcher Geruch ist für dich Heimat? Welcher Geruch? Auf jeden Fall ist der Geruch von großen Getreidefeldern für mich Heimat. Das erinnert mich immer an Brandenburg im Sommer. Und wenn ich einen großen Topf Wurstgulasch sehe, dann denke ich an meine Kindheit. Heimat riecht nach Fußball, Bier und Bratwurst. Nachteule oder Frühaufsteher? Eher Frühaufsteherin. Eher Nachteule. Hand aufs Herz, wie oft googelst du dich selbst? So gut wie gar nicht, um ehrlich zu sein. Oh, gar nicht. Selten. Gar nicht so. Ich habe aber auch einen Google-Alert. Was war dein persönliches Highlight dieses Jahr? Mein persönliches Highlight dieses Jahr war ein wunderbarer, wenn auch sehr verregneter Ostseeurlaub. Dass es uns gelungen ist, eine ganz wichtige Ansiedlung im Saarland tatsächlich dingfest zu machen und damit neue Arbeitsplätze in ganz großem Umfang entstehen zu lassen. Am politischen Berlin nervt dich das? Dass sehr, sehr viel auf offener Bühne, ich sage mal, freundlich diskutiert wird. Und ich würde mir mehr Umsetzung wünschen an der einen oder anderen Stelle, insbesondere bei der Kindergrundsicherung. Dein erster Job war? Als Schüler auf dem Bau zu arbeiten. Was wärst du, wenn du keine Politikerin wärst? Das ist relativ einfach. Bevor ich jetzt hier Ministerin wurde im Kabinett von Olaf Scholz, war ich Rechnungsprüferin und habe Dinge nachgerechnet und nachgezählt. Das hat sehr viel Freude gemacht. Was hat dich dazu motiviert, in die Politik zu gehen? Ehrlich gesagt, ein bisschen meine Familie, mein Vater, das Thema Arbeit, Arbeitsplätze und, wie bei ganz vielen Sozialdemokraten, Bildung und Bildungsgerechtigkeit. Ich bin auch die Erste, die in unserer Familie Abitur gemacht hat. Und das wäre wahrscheinlich nicht möglich, wenn es nicht die SPD gegeben hätte. Essen gehen, Essen bestellen oder selbst kochen? Selber kochen. Was war dein letzter Ohrwurm? Mein letzter Ohrwurm war Adele. Bester Joker bei Wer wird Millionär? Dachte ich mal, da war ich. Dietmar Bartsch, aber der hat mich nicht richtig gut beraten. Aber mir fällt ein neuer ein. Deine Lieblingseissorte? Meine Lieblingseissorte ist salziges Karamell und was ich hasse wie die Pest ist Schlumpfeis, was ich von meinen Kindern immer aufessen muss. Bäh. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Geschichte. Dein Lieblingsbuch ist? Die gesamte Serie von Volker Kutscher. Wie nennen dich eigentlich deine Freunde? Meistens Serpil und die allerbesten nennen mich Serpo. Mit welcher Person? Tot oder lebendig, würdest du gern einen Kaffee trinken? Ich bin schwerer Queen-Fan und wenn ich mit Freddie Mercury einen Kaffee trinken könnte, fände ich das sehr cool. Das war's, danke. Danke. Kann ich oder soll ich?